Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch hier auf meinem Kanal. Wir haben hier die Map Mirage am Start und der Suspect hat schon mal 10 Sekunden nur drum rumgestanden und nicht viel gemacht. Naja, mal gucken, was daraus noch so wird. Er flasht da drüber, okay. Ist er am Laggen? Was ist da los? Warum laggelt das so vor mich hin und her? 40? Ne, 14-1 seine Stats. Okay, gut. Kann man mal. Was war das denn? Er aimt schon. Er aimt schon mal ein. Und zoomt und zielt durch den Boden zu ihm hoch. Eingeaimt. Also eingezoomt, meine ich. Und na. Und dann noch ein lautloser Schuss. Bombastisch! Bombastisch. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da haben wir direkt ein Wall und auch Aim Assist am Start. Wall Assist, ja, ja. Wall Assist. Merkt euch dieses Wort. Er steht wieder rum. Er merkt, dass die Cheats noch nicht gut eingestellt sind. Das geht so nicht. Achso, lass mal kurz nach den anderen Stats schauen. 6, 9, 5. Es scheint so, als wenn er hier in dieser Lobby der einzige Cheater wäre. Wir haben ja in den letzten 30 Overwatches immer wieder Overwatches gehabt, in denen Cheater gegen Cheater gespielt haben, weil sie zusammengewürfelt werden aufgrund von Trust. Aber hier sind wir wohl auf einem extremen Low Trust. Low Level oder Low Trust Faktor. Wahnsinn. Ja, er lockt auch immer wieder drauf. Also da ist Aim Assist und gut, vielleicht ist es kein Vision Assist, sondern durch sein Aim Assist eben so einfach für ihn durch die Wände zu sehen und zu wissen, wann wer wo steht. Wobei dann eben dieser, ich weiß nicht, wisst ihr, er kann ja einfach mit der Maus irgendwo hingehen und dann kurz auf sein, also kurz auf die Taste drücken, die den Cheat aktiviert, und dann sieht er, wo das Fadenkreuz dann so hinzuckelt und dann weiß er, wo die Leute stehen. Also, ja. Aim Assist hat er da auf jeden Fall. Vision möglicherweise auch. Das gerade eben. Also am Anfang direkt, das wo er durch diesen Boden durchgeaimt hat, also gezoomt hat. Das war schon ziemlich, ja. Wollte er uns damit jetzt echt gerade eben sagen, ich cheate übrigens gar nicht. Ich habe auf den Spot geguckt und ach, da ist jemand gelaufen. Laber nicht. Und dann ist er auch noch so sackschlecht, ne? Also der Gegner läuft durch. Überlegt man, sein Ping ist recht. Sein Ping ist sehr niedrig, also nur mittel. Das heißt, es war jetzt kein Ping-Verzug, sondern er hat wirklich eine sehr, sehr schlechte Reaktionszeit auch noch. Der Gegner ist schon fast durchgelaufen und erst dann schießt er und trifft halt mit seinem Aim auf ihn drauf. Eigentlich wäre er von ihm vorbeigezuckelt wahrscheinlich. Naja, da, habt ihr das gesehen? Schon wieder. Er zoomt ein und das Fadenkreuz geht kurz so zappeln. So auf den Feind drauf. Also er aimt damit mit seinem Aim Assist schon mal durch die Smoke und weiß, wo die Gegner stehen. Hart. Wirklich sehr hart, Monsieur. Und dann versucht er trotzdem, wir müssen mal gucken, ob er immer noch versucht, die Leute, die Cheats zu heiden. Hey, was ist denn da jetzt los? Jetzt kann ich doch gerade nicht, Mensch. Hey, gleich. Eine Sekunde. What the fuck, geht? Er steht auch AFK noch rum am Spawn. Ich denke, ich weiß nicht, ob er versucht zu heiden. Also falls ja, falls seine Gedankengänge wirklich gerade sind, oh, ist es nicht etwas auffällig? Ich muss am Anfang der Runde mal kurz die Cheats noch umstellen, weil das ist zu krass. Hat er dann noch einen Bunnyhop? Falls er das wirklich denkt, dann ist es wirklich, dann ist es ein Affe. Und passt mal auf, wie er jetzt versucht, den Dalton zu detekten. So hoch! Ach, da ist ja einer! Zum Glück bin ich gerade eben nicht gesprungen! Ah, das ist ein Fickbeutel, ey. Also ich werde ihm auch den Wall drücken, weil ich jetzt gerade eben... Es könnte auch sein, dass er den hinter sich, den er jetzt gerade merkt, und auch den unter sich, dass er die auch kurz angeaimt hat mit seinem Aim Assist. Aber da habe ich jetzt nicht gut genug drauf geachtet und es sieht dann doch eher stark nach einem... Das gesehen, schon wieder. Schon wieder war er eben gelockt auf dem Feind. Ah, ich weiß es nicht. Nee, ich bin mir beim Wall nicht sicher. Es kann einfach nur an seinem Aimbot hängen. Und wir haben gerade letztens wieder extra Punkte bekommen für die gute Overwatcherei. Also das heißt, die Sachen, die wir drücken, die treffen auch so zu. Die drücken auch andere genauso. Und darum versuche ich dann doch lieber auf Nummer Hardcore sicher zu gehen. Und da am besten irgendwie... Was ist jetzt los? Es geht ja gerade Snapshot auf. Und da am besten so genau wie möglich zu arbeiten, damit wir auch die Punkte behalten, diesen hohen Overwatch-Rank. Soweit ich weiß, also es wurde mir mal geschrieben, ist es sogar so, dass wenn man selbst einen sehr, sehr hohen Rang hat, dann würde die eigene Stimme mehr zählen als die von Low-Rank-Overwatchern. Vielleicht kann das nochmal jemand confirmen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das ist sicherlich schnell zu googeln. Aber vielleicht weiß es zufällig jemand direkt. Marvel wird abgeknallt. Oh mein Gott. Guck, habt ihr das gesehen? Das war wieder so ein krasses, so ein ekliger Beweis für seine Widerlichkeit, von seinem Skill her.
Sein Aim Assist hilft ihm komplett auf den Gegner drauf zu schießen. Also drauf zu zielen. Drücken, abdrücken muss er selbst. Und er drückt, er fängt an mit der Deagle zu sprayen. Und ihr wisst ja, wie die dann schießt. Nicht dahin, wo man zielt, sondern woanders hin. Und er hat da deswegen den Shot nicht bekommen. Weil er einfach zu bescheuert ist, diesen Spray zu kontrollieren. Wurde auch schon das Fadenkreuz für ihn aimt. Also der Bot für ihn aimt. Lächerlich. Einer ist noch auf B. Er war nicht gesichtet. Ich hab ihn wieder... Also es ist schwierig darauf zu achten, ob der Suspect auf die Leute pre-aimt. Und zwar durch die halbe Map teilweise, damit man diesen Wallhack ausschließen kann und sagt, dass es eben nur der Aim Assist ist. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Da hat er... Eben war es wieder. Eben hat er wieder kurz drauf gezuckelt. Da, das gerade eben war auch schon wieder das. Er aimt hier hin und dann kommt diese straighte Linie. So. Und das passiert bei ihm ständig. Habt ihr das gesehen, wie gerade sein Hack beim Ragen war? Okay, nice. Also ja, Aim Assist ist zu 100% klar. Der Bann ist drin. Ich denke, der ist in wenigen Stunden nicht mehr vorhanden, dieser Account. Und das war's auch schon. Sehr schön, sehr schön. Nicht so ein extrem überzogenes. Ich finde, wenn man sich eh sehr sicher ist, was es ist, dann... Ich könnte dann in der Theorie auch durchspulen. Wobei es uns jetzt ja auch um den Vision Assist ging und der wurde aber nicht festgestellt. Von daher passt es so. Okay. Aim Assist ist am Start. Bye bye, mein Freund. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.